Das ist mein Mann. Er ist ein Cringe. Und ich habe in diesem Jahr mal wieder versucht, ihn für Weihnachten zu begeistern. Und glaub mir, das ist gar nicht mal so einfach, denn er findet Weihnachten wirklich schrecklich. Ich habe versucht, ihn mit Plätzchen zu begeistern, mit Weihnachtsfilmen, mit Weihnachtsliedern. Aber nichts hat ihn begeistert. Außer Jesus. Dafür möchte ich euch eine Passage aus einer seiner Andachten über die Weihnachtsgeschichte im Johannesevangelium vorlesen. Das Wort wurde Fleisch. Gott wurde Mensch. Das ist Weihnachten. Gottes schöpferisches Wort begegnet uns nicht nur in seinem göttlichen Sein, sondern es kommt uns ganz nah, als Mensch, als Fleisch. Für die Griechen muss sich dieser Satz so schlimm angehört haben, dass ihre Ohren angefangen haben zu bluten. Zwei Dinge, die keinen größeren Abstand haben könnten, kommen zusammen. Logos und Sarx. Logos, das Wort, gilt als das Reine, das Vollkommene und das Unendliche. Sarx war das komplette Gegenteil. Unruhig, schwach, schlecht, vergänglich und sogar widerlich. Dass diese Dinge zusammen benannt werden, ist eine harte Provokation, aber auch das volle Evangelium. Denn es bedeutet auch gleichzeitig, dass sich Gottes Wort dem Vergänglichen und Verletzlichen ausliefert. Wenn Gott Mensch wird, wird er das, was wir sind. Das passiert an Weihnachten. Das ist der Grund für Weihnachten. Gott wird Mensch, um uns zu retten. Ich liebe diesen Aspekt und den Gedanken, dass Gott, der alles hat und kann und das Leben gibt, einer von uns wird. Wird wie ein Mensch mit seinen Stärken und Schwächen. Und der darum ganz genau weiß, wie es mir manchmal geht. Das ist das Einzige, was ihn an Weihnachten begeistert. Und ich hoffe, dass es auch dich begeistert. Selbst wenn du nichts an diesem ganzen Fest findest. Frohe und gesegnete Weihnachten wünsche ich dir.